Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich lass mal das Pferd ein bisschen reiten. Ich trinke derzeit was. Oh, oh, oh! Was willst du damit beweisen? Ich weiß auch nicht, warum du mit einem Leoparden hier durch die Gegend läufst. Ein Pilgerort ist das hier. Los! Sicher kommen Menschen von überall her, um Aphrodite zu ehren. Nein, du sollst runter. Der Tempel der Aphrodite. Endlich mal was anderes. Uns hatten wir immer Ares, Athena, Apollon. Zeus hatten wir auch schon. Hatten wir eigentlich auch schon den Tempel des Hades? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. So. Liebchen, dann lass mal hier zeigen. Hohe Priesterin, mach auf! Damit du mich töten kannst? Ja. Wer schickt dich? Fiona? Wenn ich dich töten wollte, hätte ich nicht geklopft. Fiona schickt mich. Für ihre Botengänge? Dann gehörst du auch zu ihren dummen Bewunderern. Wenigstens siehst du besser aus als dieser Idiot vom Hafen. Sie sagte, du vermutest einen Verräter in euren Reihen. Heute kann man niemandem mehr trauen. Und was willst du von dem Kult? Wieso, wie weiß sie denn, dass wir wie aussehen? Sie haben meine Familie zerstört. Ich will Rache. Ausgezeichnet. Wut ist eine wunderbare Motivation. Der Kult des Kosmos wird sich für vieles verantworten müssen. Und zwar vor mir. Vielleicht kannst du mir ja doch nützlich sein. Ich schickte eine Dienerin, um einer von uns nachzuspionieren und... Sie kam nicht zurück. In der Tat. Außer, dass sie mir rein gar nichts bedeutet. Ich will die Informationen, die sie gesammelt hat. Beschaffe sie für mich. Deine Abneigung gegenüber deiner Schwester ist offensichtlich. Was ist geschehen? Ich bin die Erstgeborene. Das bringt gewisse Vorzüge und Verpflichtungen mit sich. Meine Schwester ist ein rachsüchtiges, neidisches Wesen. Ständig untergräbt sie meine Autorität. Sie glaubt, sie wäre eine bessere Hohepriesterin als ich. Verstehe. Doch sie ist nun mal meine Schwester. Und ich liebe sie. Ich wünschte nur, sie wäre nicht so eine eifersüchtige Närrin. Wo genau soll ich nach ihr suchen? Ich schickte sie an den Rand von Kythera. Ich erinnere mich an einen Bauernhof in der Gegend. Vielleicht versteckt sie sich da. Dann werde ich dort anfangen. Wo sagtest du, soll ich suchen? Auf dem Bauernhof außerhalb der Stadt. Du sollst erfahren, was deine Dienerin herausgefunden hat. Gut, es wird sich für dich lohnen. Jetzt beeil dich. Zuletzt wurde sie östlich des Pilgerhügels gesehen. Jawohl, Sir. So, wo? Darunter. Soll ein Schaden nicht sein. Und los. Ich hab sie. Ella. Okay, das ging sehr schnell. Am Rand der Stadt gibt es nicht viele Orte, an denen sich eine Dienerin verstecken könnte. Das muss es sein. Ergib dich! Gib schon auf!
Kann ich nicht blocken mit dem langen Ding? Vorsicht, tu dir nicht weh. Den Mäuren nicht. Es ist an die Hohepriesterin adressiert. Sie muss davon erfahren. Ich habe hier noch was. Ach, die Statue, ne? Der Bildhauer hat die Schönheit der Aphrodite wahrlich eingefangen. Ach. Wieso läufst du denn jetzt weg? Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, können wir das doch direkt mal eben machen. Wieso stehen manchmal Pferde hier rum? Hä? Achso. Ich nehme ja alles mit, was ich kriegen kann. Aber ich kann halt nicht versprechen, dass ich manche Sachen wirklich verfolge. Na bitte. Los! Komm schon. Ich glaube, das geht schneller, wenn ich da jetzt eben schnell hinreise. Mal zurückgehen. Ich weiß nicht, warum sie oft immer... Genau, ich hätte gerne das Schwert ausgerüstet. Sie macht immer oft nur, dass sie diese Axt jetzt ausrüstet. Und was ist mit meiner Dienerin? Sie wurde ermordet. Es hat vielleicht mit dieser Nachricht zu tun. Hier steht, traue den Mäuren nicht. Mehr nicht? Der Rest des Papyrus ist leider voller Blut. Das ergibt keinen Sinn. Sie schützte sie mit ihrem Leben. Das tat sie bestimmt nicht umsonst. Wir werden nie mit Sicherheit wissen, ob es einen Verräter unter uns gibt. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Unsere Lage ist verzwickt. Arbeite mit Diona. Schütze Kythera für uns, Söldnerin. Na, danke. Für nix, du doofe Kuh. So, dann kann ich... Gut, dass ich flüchte. Hier einmal hin. Gehe ich mal direkt zum Hafenmeister. Der müsste ja jetzt direkt hier vorne. Doch, der Esel ist so süß. Oh. Ich nehme an, du bist der Hafenmeister?
Ich sagte doch, ich bezahle, wenn ich bezahlt wurde. Diona schickt mich. Sie sagte, du brauchst Hilfe. Diona? Halt. Wer bist du? Ich gehe ihr nur zur Hand. Sie hat Informationen, die ich brauche. Lügnerin. Ich wette, du willst sie mehr als diese Informationen, oder? Sag mir einfach, was ich tun soll. Und du glaubst, du kannst es besser als ich? Also, wenn du so fragst, ja. Schön. Du willst Diona etwas beweisen, hä? Das Militär macht eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Sie halten ein paar Söldner, an denen Diona interessiert ist, in dem befestigten Lagerhaus fest. Du sollst sie befreien. Das kann ich tun. Aber es wird nicht ganz billig. Wenn du lebend zurückkommst, werde ich dir die Taschen mit Drachmen ausstopfen. Abgemacht. Doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Gefangenenbefreiung klingt nach Verrat. Warum sollte sie das tun? In ihrer Paranoia hat die Hohepriesterin angeordnet, alle Verdächtigen einzusperren. Auch diese Söldner, die sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben. Söldner kümmern sich selten um ihre eigenen Angelegenheiten. Trotzdem, Diona will sie im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen. Und lass mich raten, sie kann nur jenen vertrauen, die sich mit Drachmen kaufen lassen? Ganz genau. Aber mir vertraut sie auch. Bedeutet dir Diona irgendwas? Ich bin ihr Liebhaber. Und ich werde ihr helfen, ihre Feinde loszuwerden. Das versprach ich ihr im Gegenzug für... Warum erzähle ich dir überhaupt davon? Es ist mir egal, für was du deine Beziehung zu ihr hältst. Sie benutzt dich nur. Ich bin ihre wahre Liebe. Genau. Rede dir das ruhig weiter ein. Ich weiß genug für den Anfang. Halt schon mal meine Drachmen bereit. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Falls du lebend aus dem Lager zurückkommst. Kein Problem für mich. Da ist er. Da vorne ist er. Gefunden. Drei Stück? Oh, fuck. Es geht nur um... Na los. Wow. Ah, fuck, Mann. Das riecht mich immer so herbe auf. Da vorne ist er. Da ist er. Gefunden. Drei Gefangene, okay. Ist hier einer in der Nähe? Hier ist jetzt keiner in der Nähe, also schnell machen. Bevor gleich einer in der Nähe ist. Ich mache mich unsichtbar. Besser wär's. Ich will hier nicht sterben. Lass mich raus. Sehr ruhig.
Okay. Kann ich jetzt gehen? Hol mich hier raus, schnell, ja, bevor die Wachen zurückkommen. Ja, ruhig. So, du bist auch raus. Ich verdanke dir meine Freiheit. Der nächste. Hier ist jemand. Erstmal gucken hier. Oh fuck. Du kannst mich hinrichten, aber ich habe nichts getan. Du wirst am Grade winseln, wenn ich mit dir fertig bin. Für die zwei Götter! Hab dich! Ich hau mal schnell ab. Für den Ruhm! Ein Torschett ist schon so gut wie mein. Der Vogel spielt doch. Ich finde sie. Ja! Hallo Leute. Ich will mal eben hier raus. Huchhollo. Ich muss zu ihm hoch, genau. Wow, 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 wow. Nein! Ah, das glaube ich nicht. Oh. Ich fange gleich an zu schreien, ey. Das hat so gut funktioniert. Ich lasse mich lieber nicht. Ich will hier nicht sterben. Lass mich raus. So, wir fangen mit ihm wieder an. Hier raus, schnell, bevor die Wachen zurückkommen. Los. Ach, Dank. Vater! Ja! Ist er jetzt immer noch hinter mir her, der eine? Tatsache, glaube ich jetzt wohl nicht. Sie wollen mich hinrichten, aber ich habe nichts getan. Oh, Hund träumt. Na, was ist los? Hm.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich tue jetzt speichern. Was ich nicht kann. Super. Dein Kopf, Gelb! Blöder Arsch, ey. Ich finde sie. Schon die ganze Zeit aufgeregt, dieser blöde Söldner. Oh, nett. Sie schwebt. Habt ihr gesehen? Da. Sie schwebt. Oh, jetzt nicht mehr. Der Tag bricht an. Ja, der Tag bricht an. Ich habe die Gefangenen aus dem Lager befreit. Yep. Sie waren zu dritt. Hast du sie alle gerettet? Yep. Ja, alle drei in ihrer glatzköpfigen Pracht. Du bist nützlicher, als du aussiehst. In dem Fall musst du noch eine Sache für Diona tun. Ein Mann muss sterben. Du? Bin ganz Ohr. Dionas Feinde haben Truppen auf dem Kytra-Atoll. Sie wollen es als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Kythera nutzen. Du sollst dieses Ungeziefer vernichten. Ich soll allein auf eine Insel, auf der es von Feinden wimmelt? Oh, ist diese Aufgabe zu schwer für Dionas neuen Liebling? Pass auf, was du sagst. Genug sinnloses Gerede. Du sollst den dortigen Schiffsführer ausschalten, dann sollten sich seine Männer zerstreuen. Töte sie trotzdem alle. Kannst du das tun? So gut wie erledigt. Was kannst du mir sonst noch sagen? Was gibt's da noch zu sagen? Töte den Mann! Weißt du, wo ich den Schiffsführer finden kann? Die Ratte sollte irgendwo beim Schiffswrack vor der Nordküste des Kytra-Atolls sein. Ich habe gemeinsam mit einem kleinen Trupp sein Schiff losgemacht. Aber wir konnten es nicht zu Ende bringen. Er und seine Männer werden auf der Hut sein. Weißt du, wie ich am schnellsten zum Kytra-Atoll komme? Segle von der Südspitze Kytheras nach Süden, bis du ein Wrack siehst. Sag mir, was du über den Kult weißt. Welcher Kult? Ist der Schiffsführer kein Kultist? Meinetwegen könnte er auch ein Halbgott sein. Diona sagt, er will sie vernichten, weil sie ihn abwies. Und dass wir erst dann zusammen sein können, wenn ich ihn aus dem Weg räume. Bist du nicht aus demselben Grund hier? Um sie zu gewinnen. Hä? Sie ist bereits die meine. Mhm. Und wenn ich den Schiffsführer erschlage, was du nicht geschafft hast, wirst du schnell vergessen sein. Ohne meine Hilfe hättest du es nicht geschafft. Diona weiß zu schätzen, was ich für sie getan habe. Sie kann mich nicht einfach vergessen. Doch, dafür sorge ich. Mehr muss ich nicht wissen. Wir schicken dir einen Bergdrachmen zu deinem Schiff, wenn es erledigt ist. Sehr gut. Geh, verschwinde von hier. Und rede ja nicht nochmal mit Diona. Sonst was? Sonst... geh einfach! Oh.
Hat tolle Befehle. Lass mich mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Rein theoretisch könnte ich darüber schwimmen. Aber es wäre zu weit. Deswegen fahre ich mit dem Schiff. Ich töte doch nicht alle Männer, oder? Das ist doch bestimmt optional. Steht nämlich nur was von ihm. Da steht jetzt nichts von den Männern. So schnell es geht! Die Ruderer können nicht mehr! Schneller! Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Da ist er. Ich glaube nicht, dass sie schneller rudern können. Was für ein Konflikt? Ich bin in keinem Konflikt. Weil die da einen Konflikt haben, oder was? Spannt die Bögen! Ach mein Gott, jetzt kann ich das scheiß Schiff nicht verlassen. Wegsegeln geht auch nicht. Das können wir nicht halten! Vorwärts! Ach, weil da Steine sind, deswegen kann ich nicht. Der Kapitän ist nicht mehr am Steuer! Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich vermisse das, wo man sich mit diesem Seil vom Schiff bei Black Flag war, das ja dann so ins Wasser schwingen konnte. Dann hatte man wenigstens ein bisschen Anschwung noch. Aus wie Kultisten. Wahrscheinlich nur gut bezahlte Söldner. Na, Schatz geplündert. Söldner sind auch weg. Kann ich jetzt zu ihr rein theoretisch zurückkehren? Genau. Aber ich muss sowieso Schluss machen. Und sag jetzt erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
I see.